Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu heute einem etwas spezielleren Video. Und zwar kriege ich immer wieder Kommentare, die übrigens schon wieder verschwinden. Ich weiß nicht warum, ich kriege Kommentare, die verschwinden andauernd. Ihr postet einen Link rein, ohne irgendwie einen weiteren Text, dann ist der einfach weg. Ich sehe ihn in meiner Mailbox, aber leider nicht bei YouTube, deswegen kann ich leider auch nicht darauf antworten. Also wundert euch nicht, ich lösche keine Kommentare. Nie. Die macht YouTube dann irgendwie weg, Spamfilter, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Egal, dieses Video bezieht sich auf eure Kommentare und zwar möchtet ihr alle mal einen PC sehen, wie ich ihn zusammenstellen würde, im Preisbereich so um die 1000 Euro. Der eine schreibt 700, der andere 1300. Das Problem ist einfach nur an der ganzen Geschichte, für 700 kriegst du nichts, für 1300 ist den meisten wieder zu viel. Deswegen versuchen wir uns mal so ein bisschen einzupendeln. Sprachen lernen, Bubble. So bei 1000, 1100, 1200, damit ihr mal seht, wie ich es machen würde. Wir starten mit Dubaro. Ich habe mehrere Hersteller genommen, die diese Systeme anbieten, habe die dann konfiguriert und dann kriegen wir auch verschiedene Preisgestaltungen, aber auch unterschiedliche Hardware, weil nicht jeder Anbieter hat dieselbe Hardware im Vergleich. Also, wir starten. Bei Dubaro haben wir hier das Azza Blaze 231G mit zweimal RGB-Fan, die da vorne drin verbaut sind. Das kostet bei denen schon grundauf 0 Euro. Ich habe mit Azza gute Erfahrungen gemacht. Ich habe schon mehrere Azza-Gehäuse verbaut und die waren immer ziemlich gut, was den Platz anging. Klar, wenn ihr jetzt anfangt, dicke Grafikkarte da einzubauen und neue Wasserkühlung und alles, sind wir jetzt irgendwann ein bisschen eng da drin, aber normalerweise passt das alles da rein. Kommt immer aufs Gehäuse an sich an. Ich habe jetzt andere noch verbaut, zum Beispiel das Azza Storm oder ähnliches. Aber damit können wir jetzt erstmal leben. Dazu nehmen wir ganz standardgemäß den AMD Ryzen 5 3600. Übrigens, das sind jetzt alles AMD-Systeme. Ich habe schon öfters erwähnt, bei Intel kenne ich mich nicht so gut aus. Ich könnte jetzt zwar eins zusammenstellen für Intel, ja, aber ich könnte da jetzt quasi nicht unterschreiben, dass dieses System gut ist. Deswegen beziehen wir uns heute halt, wie gesagt, auf AMD. Also den AMD Ryzen 5 3600, 24,90 Euro. Das wird nochmal oben drauf gerechnet. Standardmäßig wäre der 3500 drin gewesen. Der 3600 ist noch ein bisschen besser im Turbotakt, den nehmen wir jetzt mal so mit. Der CPU-Kühler, der Standardkühler, der reicht erstmal völlig aus. Wenn ihr natürlich irgendwann auf die Idee kommt zu übertakten oder ähnliches, solltet ihr euch vielleicht Gedanken machen über eine Wasserkühlung. Aber so als System, fertiges System zum Zocken reicht das. Es sei denn, ihr wohnt jetzt natürlich in einer Dachgeschosswohnung, wo dann im Sommer 50 Grad drin sind, dann wird es auch irgendwann ein bisschen eng. Aber so reicht es völlig aus. Mainboard. Da ist standardmäßig das Asus Prime drin gewesen, das sehen wir ja andauernd. Ich bin der Meinung, man sollte ein Board nehmen, wo man auch erweitern kann. Wenn ihr mal auf die Idee kommt zu streamen, was übrigens mit dem System auch geht, jetzt nicht vollumfänglich, aber es geht auf jeden Fall, könntet ihr noch eine Capture-Card einbauen. Ihr könnt eine WLAN-Karte einbauen, eine USB-Erweiterungskarte, je nachdem, was ihr braucht. Weil bei diesem Asus Prime habt ihr vielleicht nur zwei Slots und wenn die belegt sind, sind sie halt weg. Meistens wird noch einer überdeckt von dem Grafikkartenkühler. Deswegen nehmen wir ein schön großes Board. Ich zeige euch jetzt mal kurz ein Bild davon. Hier ist es auch schon, jetzt mal bei Amazon. Ihr seht, wie viele Möglichkeiten ihr hier habt. Hier habt ihr alleine den Grafikkartenport. Klar, da drüber ist noch ein Slot, da drunter ist noch ein Slot. Dann kommt wieder ein großer Port, wo ihr theoretisch noch eine zweite Grafikkarte einbauen könntet, was aber keinen Sinn macht in der heutigen Zeit. Den könnt ihr auch ganz normal als Erweiterungsport nutzen. Dann habt ihr nochmal einen kleinen Port für eine WLAN-Karte und nochmal einen großen. Der ist zwar nicht voll angebunden, genauso wie der große da drüber. Das seht ihr unter anderem an diesem Kontaktpin. Aber die reichen völlig aus. Dazu könnt ihr 4 RAM-Speicher einbauen. Ihr habt eine schöne Beleuchtung, Aura-Sync. Es ist wunderbar, dieses Board. Ich habe davon die B550-Variante mal verbaut. Ist echt ein schönes Board, dass ihr da Bescheid wisst. Und, was noch dabei kommt, solltet ihr mal auf die Idee kommen, bald dann einen Ryzen 5000 einzubauen, weil ihr denkt nach 2 Jahren, ey, jetzt möchte ich mal ein bisschen erweitern. Das funktioniert mit dem Board. Und zwar gibt es hier einen Artikel, BIOS-Updates für Zen 3. Diese Mainboards unterstützen AMD Ryzen 5000. Und hier in der B450er-Reihe sehen wir schon, hier ist es, das ROG Strix B450F Gaming. Klar, das Prime kann es auch. Aber da geht es ja dann wieder um diese Erweiterungsgeschichten, wenn ihr wirklich mal erweitern wollt mit diesen ganzen Slots, was ich eben gesagt habe. Deswegen nehmen wir das. Also, ihr seid auf jeden Fall zukunftssicher auf der sicheren Seite. Jetzt kommt der Arbeitsspeicher. Das wird sich auch gleich noch ein bisschen unterscheiden bei den anderen Anbietern. Hier haben wir zum Beispiel 16 GB, 2x 8 GB Dual-Channel, sage ich immer wieder, sehr wichtig. G-Skill, nicht Aegis, sondern die Ripjaws. Die Ripjaws sind qualitativ sehr gut. Hier haben wir 3200 MHz, was ich immer wieder sage. Also nicht 3000, wie es hier oben meist standardmäßig drin ist. Sondern 3200 MHz müsst ihr natürlich im BIOS dann noch einstellen. Eventuell macht das sogar schon der Hersteller für euch. Dazu haben wir eine Crucial P1 1 TB PCI Express 3.0 NVMe SSD Speicherkarte. Die hat Lesen und Schreiben 2000 MB zu 1700 MB, seht ihr ja hier. Kostet 94,90 Euro bei denen. Das Schöne ist, die kostet auch, wenn ihr die so kauft, 90 Euro. Den 5er, den nehmen sie zum Einbauen. Das ist völlig legitim, alles in Ordnung.
Die habe ich selber auch schon verbaut. Das ist eine gute Standardkarte. Ihr könnt natürlich noch hergehen, dann irgendwann Samsung nehmen. Dann bezahlt ihr aber hier unten halt schon 119 Euro mehr. Die sind dann auch ein Ticken schneller, aber zum Zocken reicht die völlig aus. Und solltet ihr mit dem 1 Terabyte nicht klarkommen, könnt ihr auf dem Mainboard noch erweitern. Das Mainboard hat mehrere Steckplätze dafür. Ihr könnt noch eine zweite und eine dritte einbauen. Von daher passt. Und bevor jetzt jemand sagt, ja, nee, das Board hat ja nur zwei Steckplätze. Ja, ja, ist richtig. Ihr könnt insgesamt zwei Stück auf das Board packen. Aber es gibt so süße kleine Erweiterungskarten. Und die könnt ihr dann über PCI Express anbinden. Ich habe hier tatsächlich so einen in der Hand. Das ist so eine PCI Express Erweiterungskarte. Dieser Anschluss hier unten, der wird aufs Board gesteckt. Und hier oben ist schon die SSD drauf. Und dann habt ihr schon wieder einen Speicherplatz mehr. Dafür, sage ich, sind diese PCI Express Slots wichtig an einem Board. Eine weitere Festplatte habe ich jetzt nicht genommen. Hier war vorher, glaube ich, diese Patriot Burst drin, ja, für 0 Euro. Die habe ich jetzt rausgenommen, dadurch haben wir 45 Euro gespart, weil ihr habt ja schon den 1 Terabyte. Grafikkarte, wie gesagt, der Markt ist ein bisschen schwierig, sage ich in jedem Video. Und deswegen nehmen wir die 6 GB MSI GTX 1660 Super Ventus XSOC. Es gibt auf YouTube mehrere Videos. Zeige ich auch gleich nochmal. Da wird gezeigt, wie der Ryzen 3600 mit dieser Grafikkarte und 16 GB Arbeitsspeicher mit 3200 MHz zusammenarbeitet, wie viel FPS ihr da gekriegt. Die reicht zum Zocken eigentlich völlig aus. Klar, 6 GB ist jetzt nicht mehr so Stand der Dinge, aber wir wollen ja irgendwo im Budgetrahmen bleiben. Meine hat 12 GB, die kriege ich auch so schnell nicht voll. Wenn ihr eine 8 GB haben wollt, müsst ihr halt hier noch ein bisschen ummodeln. Wobei sie hier auch nicht wirklich jetzt irgendwas im Angebot haben, zumindest nicht was Nvidia angeht. Das Netzteil ist ein 650 Watt ATSA PSA Z80 Plus Bronze. 650 Watt reicht auch völlig aus. Selbst wenn ihr jetzt eine dickere Grafikkarte nehmt, wie zum Beispiel eine RTX 3070, 3080, reichen 650 Watt normalerweise aus. Ihr könnt hinterher natürlich noch upgraden. Beim Netzteil ist das weniger schwierig als jetzt beim Prozessor oder bei einem Board. Wer sich ein bisschen mit Steckanschlüssen auskennt, der wird damit schon klarkommen. Aber wie gesagt, da seid ihr auch erstmal zukunftssicher aufgestellt. Wir nehmen jetzt mal extra kein Betriebssystem mit. Und kein optisches Laufwerk, weil Laufwerke sind heutzutage sowieso ein bisschen out of date. Und Betriebssystem kostet bei jedem Hersteller anders. Guckt einfach bei eBay, dass ihr für 5 Euro euch so ein Key holt und dann ladet ihr halt Windows runter bei Microsoft, ladet das auf dem USB-Stick, installiert das von da aus, funktioniert wunderbar. WLAN und Soundkarten nehmen wir auch nicht mit. Wenn ihr WLAN haben wollt, kauft euch einfach eine PCI Express Erweiterungskarte oder sogar nur einen WLAN-Stick. Für USB reicht auch völlig aus. Ich habe meine Rechner grundsätzlich immer am Kabel, weil es damit schneller und latenzfreier geht. Aber wer WLAN möchte, kann das natürlich hier nochmal realisieren. Gratis gibt es wieder dazu die Bullguard Internet Security 1 Jahr Lizenz. Ja gut, in dem Fall weiß ich, das hat mir glaube ich sogar einer in die Kommentare geschrieben, ihr kriegt bei der Lieferung so ein kleines Kärtchen mit dabei, da steht eine Seriennummer drauf, die könnt ihr eintippen, da kriegt ihr das 1 Jahr umsonst. Ich bin immer noch der Meinung, man braucht es nicht. Ich bin nicht so der Antiviren-Typ. Es gibt den Windows Defender, der macht einen guten Job und dann ist das Thema für mich erledigt. Ich hatte bisher auch keine Probleme irgendwie mit Viren, es sei denn, ich war mal bei einem Kollegen, der mich gefragt hat, hey, kannst du mir mal helfen? Aber lasst es einfach weg. Schmeißt die Karte in den Mülleimer, verkauft sie, verschenkt sie, keine Ahnung, ist ja völlig egal. Ja, und dann wären wir bei der Config auch schon fertig. Ihr habt die Komponenten gerade gesehen. 1,63 Euro, zuzüglich Versandkosten natürlich. Dann könnt ihr den so bestellen, der kommt fertig zusammengebaut zu euch nach Hause. Ich kann euch jetzt allerdings nur aufgrund der technischen Daten sagen, was ich persönlich richtig finde. Ich weiß nicht, wie der Service sich bei Dubaro darstellt. Auch bei den anderen Herstellern, die ich gleich noch zeigen werde, weiß ich nicht, wie der Service ist. Wenn das Ding mal kaputt ist, wie lange braucht es, bis es wieder repariert zu euch zurückkommt und so weiter. Kann ich euch nichts zu sagen. Nur das wäre technisch gesehen jetzt so eine super Config. Und wir gehen jetzt mal weiter zum nächsten Hersteller. In dem Fall haben wir Megaport. Haben wir auch schon öfters gehabt in den Videos. Hier seht ihr schon 1205 Euro, das hat aber auch einen Grund. Erstmal haben wir hier als Gehäuse die Corsair K-Beat Series Spec Delta RGB. Die sind grundsätzlich schon mal ein bisschen teurer als die von ATSA. ATSA führen die selbst hier nicht, deswegen konnte ich sie nicht auswählen. Aber wir nehmen es einfach mal dieses Gehäuse. Ist auch für jeden Geschmack quasi was dabei. Ich zeige jetzt drei verschiedene Systeme, die technisch relativ gleich sind, aber die Gehäuse sehen vom Design her anders aus. Das heißt, ihr könnt dann sagen, oh, das gefällt mir besser, dann nehme ich das. Oder das gefällt mir besser. Ihr wisst ja schon, was ich meine. Hier auch wieder der Ryzen 5 3600, brauche ich nichts mehr dazu zu sagen. Hier wieder der Standardkühler, wie wir es im anderen System auch hatten. Asus ROG Strix B450F Gaming, hatten wir auch im anderen System. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt V2 oder V1 war, ist aber auch völlig gehopst wie gesprungen meiner Meinung nach. Unterstützt werden die beide auch für die Ryzen 5000 Prozessoren. Dann haben wir eine Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6 GB. Bei der weiß ich jetzt nicht, ob es die Ventus OC XS ist, was auch immer. Es ist quasi immer derselbe Chip. Es kann jetzt nur ein anderer Hersteller sein, in dem Fall vielleicht sogar Gigabyte oder ähnliches, keine Ahnung. Aber die tun sich jetzt nicht so sonderlich viel. Hier wieder die 16 GB DDR4 3200 G-Skill Ripjaws, die 1 TB Crucial P1, was ich eben auch schon hatte.
Hier haben wir jetzt noch ein besseres Netzteil. Corsair finde ich qualitativ noch ein bisschen besser als Atza. Auch 650 Watt und das hat sogar Gold-Zertifizierung und nicht Bronze. Gold bedeutet, ihr habt weniger Verlustleistung. Gibt ja Bronze, Silber, Gold, Platin, wie sie alle heißen. Da könnt ihr euch mal online durchlesen, die Tabellen. Ich blende sie hier auch nochmal ein, dann seht ihr ungefähr den Unterschied, was die Leistung angeht. Hier ist noch ein nettes Extra mit dabei. Lüfter, 3x Corsair SP120 RGB. Ich meine, ein so ein Lüfter kostet um die 12 Euro. Die könnt ihr jetzt auch nochmal draufrechnen. Ist ein nettes Gimmick, gehört dazu. Und das ist auch schon der Grund, warum dieses System ein bisschen teurer ist als das andere. Das Gehäuse ist ein bisschen besser, das Netzteil ist ein bisschen besser. Und ihr kriegt noch 3 Lüfter dazu. Müsst ihr selber wissen, ob es euch wirklich diese 140 Euro wert ist gegenüber dem anderen System. Ich würde tatsächlich sogar eher dieses präferieren, weil ich kenne den Hersteller. Also ich finde Atza gut, aber Corsair noch besser. Das ist aber jedem selber überlassen. Wir gehen jetzt mal zum nächsten. Diesmal landen wir bei MIFCOM, auch für 1200 Euro. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was da drin ist. Auch wieder ein Corsair-Gehäuse. Ist ein anderes als das, was wir eben noch bei Megaport hatten. Aber ist qualitativ auch gut. Ihr könnt jetzt natürlich hergehen und euch hier noch ein anderes aussuchen. Ist ja überhaupt kein Problem. Könnt ihr bei den anderen auch, je nachdem, wie euer Geschmack ist. Hier haben wir wieder den Ryzen 5 3600, kennen wir ja schon, das Asus ROG Strix B450F, dasselbe Board. Hier haben wir wieder die MSI Ventus XSOC, die hatten wir ja eben auch schon. 16 GB DDR4 3200 Corsair Vengeance RAM ist meiner Meinung nach hochwertiger als der G-Skill Ripjaws. Aber ob sich die beiden jetzt so viel tun, weiß ich nicht. Hätten sie jetzt gesagt G-Skill Aegis, hätte ich gesagt, lass die Finger davon. Aber wir haben jetzt den Vengeance da drin, der passt. Das ist sogar der RGB Pro. Habt ihr noch den Vorteil, der ist schön beleuchtet. Das sind immer diese RAM-Riegel, die ihr auf TikTok und so seht, die da an der Seite so schön... Wer Spaß dran hat, ja bitte. Dann haben wir hier eine 1TB ADATA XPG SX 8200 Pro. Die hat sogar einen höheren Datendurchsatz, fast das Doppelte als die Crucial P1. Ist aber auch 1TB. Dann haben wir einen 650 Watt Silence Performance A+3. Ich weiß nicht, was ich von Silence halten soll. Ich kenne den Hersteller nicht so gut. Ich habe noch nie was davon verbaut. Ich kenne Atza, ich kenne Be Quiet, ich kenne Corsair. Aber Silence, weiß ich nicht. Aber das war halt etwas, was ich gefunden habe, so in der Richtung. Ihr könnt hier natürlich auch Be Quiet oder ähnliches auswählen, nur die kosten ein bisschen mehr. Und das hat auch seinen Grund, warum das mehr kostet. Nicht nur der Name. Und ich denke, die Qualität wird auch noch ein bisschen besser sein von dem Be Quiet oder ähnlichem. Hier haben wir das Betriebssystem natürlich auch weggelassen. Was hier noch wichtig ist, was ich noch gesehen hatte, hier ist nicht dieser Stocklüfter drauf von AMD, sondern hier ist ein Be Quiet Pyrog 2. Der ist noch ein Ticken besser als der von AMD. Der hat ein bisschen mehr Ableitwerte, also TDP, als jetzt der normale AMD-Lüfter. Ist für 0 Euro quasi mit dabei. Ihr könntet jetzt auch diesen Silence nehmen, der hat sogar RGB-Beleuchtung. Wer Spaß dran hat, könnt ihr euch da gerne noch reinknallen. Landen wir da auch bei 1200 Euro. Das wären jetzt alles in allen die Systeme, die ich euch empfehlen würde, als Einsteigergeräte. Ich werde vielleicht noch ein Video machen, wo wir in Richtung 1500, 1600, vielleicht sogar 2000 Euro gehen. Hatten wir jetzt erst vor kurzem den Medion, der wäre ja auch fertig. Aber so als Einsteiger-PC solltet ihr das schon auf den Tisch legen. Bitte nicht in die Kommentare schreiben, ich brauche einen 500 oder 700 Euro PC. Das ist aktuell wegen den Grafikkarten nicht möglich. Hättet ihr vor 2 Jahren gesagt, hey, ich brauche einen PC für 700 Euro, womit ich zocken kann, dann hätte ich das bestimmt rausgekriegt. Aber hier, schwierig, wenn ihr keine richtigen Einbußen haben wollt. Ich möchte ungern eine Grafikkarte nehmen, die nur 4 GB hat. Oder nur 8 GB RAM und solche Späße. Das taugt nicht. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Video, wie der Prozessor, der RAM und die Grafikkarte zusammen harmonieren und wie viel FPS ihr da so rauskriegt in verschiedenen Games. Ich werde euch das Video auch nochmal verlinken unten in der Beschreibung. Wir hätten hier zum Beispiel Call of Duty Modern Warfare, Current Footage, 1080p High Settings, also Full HD, alles auf Maximum gedreht. Seht ihr hier FPS Average, immer wie viel Durchschnitt das im Spiel hat. Ihr habt das jetzt schon gesehen, also die 106 FPS Average, die stimmen so, manchmal sogar etwas drüber, reicht locker zum Zocken. Normalerweise braucht ihr so 60 FPS. Wenn ihr jetzt natürlich anfangt zu streamen, dann wird das Ganze ein bisschen droppen. Je nachdem, worüber ihr rendet, über Prozessor oder über Grafikkarte. Das ist aber euch überlassen. Mir geht es jetzt erstmal um den reinen Gaming-PC ohne Stream. Dann haben wir hier noch Battlefield 5. Alles auch auf Ultra-Settings, Full HD. 87 FPS, überhaupt kein Problem. Haben wir hier noch Counter-Strike, gut, da brauche ich nicht viel zu sagen. Counter-Strike fordert die Grafikkarte quasi gar nicht. Das könnt ihr auf jedem Notebook zocken. Da habt ihr quasi 240 FPS. Reicht dicke. Dann haben wir hier noch PUBG. Auch über 100 FPS im Durchschnitt. Dann nehmen wir mal Overwatch. 130 FPS. Auch auf epischen Settings.
ich denke, wir haben genug gesehen. Es ist auf jeden Fall so, dass ihr jetzt auch mit Fortnite, Minecraft und so weiter damit glücklich werdet. Wie es jetzt bei AAA-Titeln ist, ich habe eben gesehen, bei Red Dead Redemption 2 hat der so um die 40 FPS. Das reicht theoretisch auch noch. Wenn ihr die Grafik aber nicht auf Ultra knallt, sondern mal so auf Medium, dann könnt ihr die auch mit 60 FPS spielen. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, dann wäre es das auch mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Schreibt mir ein paar Vorschläge in die Kommentare, was ich noch so machen soll. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.